Ja, Frank Schirmacher, gerade mit Refrat Frankenforst 1:1 in Flittert gespielt. Wie bewerten Sie die Leistung Ihrer Mannschaft? Ja, ich sag mal, unter Strich denken wir, es ist ein hochverdienter Punktgewinn für unsere Truppe. Wir haben das von Beginn an sehr, sehr gut gemacht, haben den Gegner kaum ins Spiel kommen lassen. Dann ist es leider wie in den anderen drei Spielen auch so. Ja, wir hauen sein Tor halb selber rein, aber kein Tor an irgendwen. Es ist leider wieder eine unglückliche Verkettung von unglücklichen Umständen. Und dann haben wir eine geile Reaktion gezeigt, ich sage jetzt mal, das 1:1 auch hochverdient gemacht, auch wenn es ein bisschen glücklich war mit dem Abstaubertor. Dann spielerisch, denke ich mal, waren wir dem Gegner, ja, waren wir besser, fand ich. Wie gesagt, der Gegner auch zwei, drei Chancen zum 2:1 hatte. Und dann schrieb ich mal ein verdienter Punkt für uns, wie gesagt, auch für Flittern ein verdienter Punkt. Meine Mannschaft kann ich schon Kompliment holen für eine absolut kämpferisch und spielerisch auch Tipptopp-Leistung. Sie kämpfen ja beide um den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Wie bewerten Sie das Ergebnis angesichts der derzeitigen Tabellenkonstellation? Ja, für uns ist es ein Weg der kleinen Schritte. Wir haben zwar 3 Punkte Rückstand auf Rhein-Süd. Heute haben wir 1 Punkt gut gemacht, denke ich mal. Ich hoffe, dass Rhein-Süd verloren hat. Wir haben die 6 Punkte auf Flittert halten können. Das war zwar nicht das Ziel, aber bevor wir dann auf 9 rutschen, war es im Endeffekt okay. Wir gehen den Weg, wie gesagt, der kleinen Schritte. Für uns ist wichtig, dass wir halt am 25.6. Spieltag auf Platz 10 stehen. Sag mal, mit der Leistung von heute und vor allen Dingen auch, wie wir die ersten 3 Spiele gemacht haben, mache ich mir da keine Bange. Bei uns hat leider, so Gottes so, wir haben leider vorne keinen, der ein Tor schießt. Sonst hätten wir mit Sicherheit schon einen oder anderen Punkt mehr. Aber es ist aber ein Kompliment an meine Truppe. Wir werden niemals aufgeben. Es geht bis zum Schluss weiter. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir auch Platz 10 erreichen werden, wenn wir in die Relegation kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.